einem neuen Grundrezept. Ich habe heute etwas ganz Leckeres für euch und zwar etwas, was ich wirklich super doll liebe. Und zwar solche American Cookies. Die sind so innen drin richtig schön weich und außen so ein bisschen knusprig. Und ich esse die wirklich super gerne. Und wie ihr die selber machen könnt, das will ich euch jetzt natürlich zeigen. Für die Kekse benötigt ihr jetzt 250 Gramm Butter, am besten auf Zimmertemperatur, 250 Gramm braunen Zucker, 350 Gramm Mehl, 300 Gramm Schokotropfen, ich nehme immer am liebsten Zartbitter, ihr könnt aber auch gerne Vollmilch nehmen, wenn ihr möchtet, 2 Eier, 1 Teelöffel Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker, 1/4 Teelöffel Natron und eine Prise Salz. Dann benötigt ihr natürlich auch noch eine Rührschüssel und einen Mixer, den ich hier habe. Und jetzt vermischen wir als erstes schon mal die Butter, den braunen Zucker, Vanillezucker und die Prise Salz mit unserem Mixer und schlagen das jetzt so richtig schön schaumig. Dann kommen jetzt als nächstes die Eier dazu. Das mixen wir uns dann auch wieder schön durch. Dann mixen wir als nächstes das Natron und das Backpulver zum Mehl dazu. Das können wir uns dann so ein bisschen mit einem Löffel darunter rühren. Dann geben wir die Mehl-Backpulver-Natron-Mischung auch zu dem Teig dazu. Und verrühren das Ganze wieder. Da das durch das Mehl für den Mixer natürlich immer schwieriger wird, nehme ich dann meistens auch noch meine Finger dazu, denn ich finde immer, Keksteig kann man am besten mit den Fingern verkneten. Und mix mir das dann noch ein bisschen durch. Und wenn wir das jetzt noch mal gut durchgeknetet haben, dann kommen jetzt natürlich noch die Schokoflocken dazu. Und die kneten wir jetzt auch schön in den Teig ein. Ich mache jetzt hier diese klassische Variante von den American Cookies. Wer mag, kann die aber auch immer noch ein bisschen variieren, indem man einfach zum Beispiel noch weiße Schokolade mit darunter mischt. Oder vielleicht auch Nüsse oder diese Karamell-Toffees oder was auch immer ihr da machen möchtet. Oder ihr nehmt wirklich drei Sorten Schokolade, die ihr damit reinmixt und könnt so eure Kekse dann auch immer wieder variieren. Und wenn ihr euren Teig jetzt so gut durchgeknetet habt, dann braucht ihr noch ein Stück Klarsichtfolie. Denn den Teig wickeln wir jetzt erstmal in Klarsichtfolie ein und dann kommt der erstmal noch für eine Stunde in den Kühlschrank, damit er noch so ein bisschen fester wird. Und danach können wir dann unsere leckeren Cookies backen. Wenn die Stunde jetzt um ist, dann nehmt ihr euch euren Teig, der im Kühlschrank war, und holt den aus der Klarsichtfolie wieder raus. Und jetzt nehmt ihr euch immer so kleine Stücke von dem Teig ab und rollt euch daraus so kleine runde Kugeln. Und die legt ihr euch jetzt auf euer Backblech drauf. Und am besten nicht zu viele, denn die werden natürlich gleich noch ziemlich platt. Deswegen legt ihr mal so 4, maximal 6 Kugeln vielleicht gleichzeitig aufs Backblech drauf. Dann habt ihr zwar ein paar mehr Bleche, aber dann habt ihr nicht hinterher eventuell einen kompletten Keks, den ihr dann auf dem gesamten Blech habt. Da ihr die Kekse bei Umluft backt, könnt ihr dann auch immer 2 Bleche gleichzeitig in den Ofen tun. Das geht dann also auch immer noch ein bisschen schneller dann, wenn ihr 2 Bleche habt. Und wenn ihr jetzt eure Bleche belegt habt, dann kommen die jetzt am besten in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Umluft. Und das für so ungefähr 10 bis 12 Minuten. Da könnt ihr immer darauf achten, ihr seht ja, wie platt die werden. Wenn ihr jetzt etwas größere Kekse macht, dann brauchen die einen Tick länger. Wenn ihr ein bisschen kleinere macht, dann brauchen die nicht ganz so lange. Ihr solltet die aber auf jeden Fall nicht zu lange drin lassen, denn die sollen ja noch so richtig schön matschig sein innen drin.
Und wenn ihr die dann aus dem Ofen noch rausgeholt habt, dann sollten die auf jeden Fall noch ein bisschen abkühlen. Wer mag, kann die natürlich auch gerne warm essen, aber dann müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr euch nicht die Zunge verbrennt. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn unsere Kekse dann alle fertig gebacken sind. Und wenn die Kekse jetzt abgekühlt sind, dann könnt ihr euch da jetzt richtig schön mit vollfressen, weil diese Kekse sind wirklich so super lecker. Ich esse die richtig gerne. Und wenn ihr die auch so gerne esst wie ich, dann macht die auf jeden Fall mal nach. Und wenn ihr die nachgemacht habt, dann würde mich natürlich sehr interessieren, wie euch denn diese Kekse schmecken. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr die nachmacht, dann schickt mir auch gerne Bilder davon. Auch gerne bei Facebook, Twitter oder Instagram. Bei Instagram werde ich natürlich auch nochmal ein Foto von diesen leckeren Keksen für euch hochladen. Und wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, vor allem weil jetzt ja auch bald die Weihnachtszeit ist, verlinke ich euch hier nochmal mein Lieblingskeksrezept mit den Marmeladenkeksen und mein Vanillekipfelrezept auf der anderen Seite. Da könnt ihr dann auch gerne mal draufklicken. Wenn ihr leckere Kekse machen wollt, auch für Weihnachten, dann habt ihr hier jetzt noch zwei Möglichkeiten, um das dann auch zu machen. Ja, und vom Ding her war es das jetzt auch schon wieder für dieses Video. Ich werde euch jetzt gleich natürlich nochmal eine schöne Nahaufnahme von diesen leckeren Cookies zeigen. Aber ansonsten war es das schon wieder für dieses Video. Und darum sage ich einfach schon mal bis zum nächsten Mal und bis dann. Bye, bye.